Am Abend übernimmt Dr. Georg Becker auf der Kinderstation einen Jungen aus der Notaufnahme. Nachdem er fast 40 Grad Fieber und Hautausschlag hatte, wurde er von seiner großen Schwester in die Klinik gefahren. Weil die Eltern getrennt sind und die Mutter im Nachtdienst arbeitet, hat die 19-Jährige auch ihren zweiten Bruder mitgebracht. Wie heißt du denn? Hallo? Das ist der Paul. Seit wann geht's denn deinem Bruder so schlecht? Also eigentlich seit 2 Tagen, aber ich habe ihm gestern erst Ibuprofen gegeben. Aber ich glaube nicht, dass es was gebracht hat irgendwie. Nee, der ist noch sehr heiß, aber das ist in Ordnung. Ibuprofen ist absolut okay, auch bei Kindern. Ich habe total Panik bekommen, deswegen muss ich einfach. Weißt du, wie viel es war? Kannst du den Schädel mal hier rüber? Vielleicht brauchen wir den langsam. Um die 40 Fieber. Also unten hat er 39,8 in der Ambulanz. Ich habe schon alles mitgebracht. Ich hole mir gerade einen Infusionsständer. Pass mal auf, ich ziehe dir mal jetzt die Jacke aus. Ja, zu haben, ne? Danke, ja, unbedingt. Ich habe dir jetzt L gegeben, ich war mir nicht mehr sicher. Als der kleine Paul auf der Station ankam, konnte ich dem Kollegen aus der Notfallambulanz nur beipflichten. Dieses Kind musste dringend überwacht werden, und zwar stationär. Wie schlimm die Sache wurde, konnte ich da noch gar nicht absehen. Ist dir bei deinem Bruder denn noch irgendwas aufgefallen in den letzten Tagen? Ja, also was noch war? Ich kann das jetzt nicht so wirklich erklären, aber die Zunge war irgendwie total rot und der Hals auch. Und ich habe gegoogelt und es stand irgendwas von Scharlach, aber ich hoffe echt nicht, dass es Scharlach ist. Mach mal ganz weit auf, bitte. Ganz weit. Oh, oh, oh. Scharlach ist eine hoch ansteckende Kinderkrankheit. Um zu testen, ob der Junge tatsächlich daran leidet, wurde schon in der Ambulanz ein Rachenabstrich veranlasst, dessen Ergebnis aber noch aussteht. Auf Station trifft nun auch die besorgte Mutter der Kinder ein. Nach dem Anruf ihrer Tochter hat sie ihre Schicht bei einem Catering-Service unterbrochen, um in die Klinik zu eilen. Lea, was ist los? Ich hab mal Desinfektionsmittel hier reingegeben. Okay. Der hat total Fieber und... Hallo. Sind Sie die Mutter? Ich bin die Mutter. Ah, okay. Ja, also Ihr Sohn hat sehr hohes Fieber, obwohl seine große Schwester ihm ja richtig Ibuprofen gegeben hat. Er ist jetzt so, was hast du gesagt, 2-3 Tage ist er nicht mehr so fit. Jetzt ist dieser Ausschlag hier noch dazugekommen. Ich hatte eben schon bei der Untersuchung die Vermutung, es könnte auch so eine verkappte Nierenentzündung sein, aber da passt der Ausschlag nicht so gut zu. Darf ich dich mal eben hochheben? Paul? Also das Ganze ist nicht so ohne, er muss auf jeden Fall hier bleiben. Das hat der Kollege in der Notaufnahme ganz korrekt eingeschätzt. Okay. Und er bekommt hier Infusionen mit weiter fiebersenkenden Sachen. Haben wir noch ein bisschen Novaminsulfon? Wollte ich ihm gleich geben, aber ich darf es ja nicht ohne deine Anordnung. Nein, das ist jetzt angeordnet. Okay. Und ich möchte, dass er mindestens halbstündlich, es tut mir leid für den Nachtdienst, aber ich möchte halbstündlich Blutdruck, Puls und Temperatur haben, bis wir morgen früh weitermachen können. Ja. Also das passt. Passt? Ja. Der Abstrich ist negativ, der Scharlachabstrich. Der Schnelltest oder was? Ja. Das kann doch gar nicht sein. Angerufen. Ja. Woher können denn dann seine Beschwerden kommen, wenn es Scharlach? Ich kann es Ihnen jetzt heute Abend wirklich nicht mehr sagen, ja, aber es ist schon gut mit der Hygiene, dass wir jetzt wissen, dass es keine gefährlichen Streptokokken sind. Ja. Damit müssen auch die Geschwister nicht unter Kontrolle und Beobachtung. Ist der kalt? Würde ich ein bisschen zudecken. Tut mir leid, dass ich jetzt erst komme, aber ich habe Nachtschicht gehabt. Sie kommen direkt von der Arbeit, ja, ne? Genau. Ich muss nachts arbeiten. Sie immer nachts? Das ist doofe Fieber, ne? Viel, ja. Und dann tut es mir halt leid, Lea muss dann immer auf ihre Brüder aufpassen. Mhm. Also Lea hat das ganz prima gemacht und es war auch ein guter Zeitpunkt, jetzt in die Klinik zu kommen. Ne? Seit der Trennung ihrer Eltern hilft die 19-Jährige, wo sie nur kann. Weil ihr Vater sich weigert, Unterhalt zu zahlen, muss ihre 40-jährige Mutter häufig in Doppelschichten arbeiten, damit das Geld ausreicht. Ein Schicksal, das auch das Klinikteam bewegt. Als Frau Gerber uns berichtete, dass ihr Mann, Ex-Mann, wohl mit einer anderen durchgebrannt ist und sie mit den Kindern alleine zurückgelassen hat und auch keinen Unterhalt zahlt, ist uns erstmal, glaube ich, alles aus dem Gesicht gefallen. Und wir haben sie erstmal wirklich zum Sozialdienst verwiesen, weil der Mann ist wirklich verpflichtet, Unterhalt zu zahlen. Und das gibt es nicht, dass der seine Familie da so im Stich lässt. Ja gut, tut mir leid. Besteht denn die Möglichkeit, dass ich über Nacht bei ihm bleiben kann? Ja, das geht. Das Bett ist frei. Das lassen wir auch noch frei jetzt. Super. Ja. Machen dann einfach nur die Folie runter nachher und dann können sie sich da reinlegen. Ja, bei alle drei wird ein bisschen viel. Ne? Ja, das geht natürlich. Du fährst mit Moritz nach Hause. Ja. Ich will nicht hier bleiben. Paul, ich gehe dir noch mal eben was holen gegen das Fieber und komm gleich noch mal. Ja, und es kommt eine Schwester oder ein Pfleger auch die ganze Nacht alle halbe Stunde rein. Okay.
Trotz der konstanten Betreuung und der fiebersenkenden Medikamente geht es dem Fünfjährigen auch am nächsten Morgen nicht besser. Und Dr. Georg Becker weiß immer noch nicht, was dem Jungen fehlt. Schwester Leandra hat im Patientenzimmer weitere schlechte Nachrichten. Guten Morgen. Hi, gut, dass du kommst. Ich wollte dich gerade rufen. Guck mal, was ich entdeckt habe. Einmal wann hier so? Und auch in den Handflächen. Also, als ich vorhin drin war, habe ich da nicht drauf geachtet, weil ich es nicht gesehen habe. Leicht wegdrückt. Und er sagte auch, dass das ein bisschen juckt. Also, was kann das sein? Hat er mal je in seinem Leben eine Allergie gehabt? Nein. Also nicht, dass mir das jetzt aufgefallen wäre, dass er eine Allergie hat. Puls, Blutdruck und auch Temperatur haben sich nicht wirklich geändert. Das ist langsam Besorgnis. Ja, er kriegt da was gegen Fieber. Also ich habe von der Nacht geguckt. Es ist zeitweise mal auf 38,7 runter. Er hat Novaminsulfon gehabt und ist sofort wieder hochgeschossen. Es ist trotzdem nach ungefähr einer Stunde wieder in die Höhe geschossen, ja. Er hat doch jetzt auch eine Tachykardie. Ja. Deshalb, wir müssen jetzt gucken. Ich weiß nicht. Was heißt das jetzt dann? Das heißt, dass Ihr Sohn leider sehr schwer krank ist und es ist noch keine Besserungstendenz da. Ist er jetzt ernsthaft in Gefahr, also Lebensgefahr oder? Ganz akut nicht, aber ich glaube, es ist besser, wir rufen mal auf der Intensiv an. Willst du? Ja, ich wollte, dass du dir das mal anguckst und die Werte sind wirklich besorgniserregend von der Nacht. Ich hoffe, dass Birgit jetzt gleich mit den Laborwerten kommt. Hast du noch mal einen Stix gemacht? War der Urin sauber? Der Urin war in Ordnung. Also Urosepsis scheidet auch aus? Scheidet aus. Komplett. Da ist Na, Gott sei Dank. Dann gehe ich mal eben mit der Intensivtelefonie die Blutwerte. Weil die Blutwerte dem Arzt Kopfzerbrechen bereiten und weil einfach keine Besserung eintritt, wird der Fünfjährige sofort auf die Intensivstation verlegt. Als Dr. Georg Becker dort am Mittag nach ihm sehen will, erwartet ihn die nächste böse Überraschung. Schwester, schnell, es ist irgendwas mit meinem Sohn. 180. Lass ihn mal schnell. Zieh mal bitte eine Metoprolol auf. Ja. Seit wann ist das so? Das ist mit meinem Sohn. Seit wann ist das denn so, Frau Gerber? Gerade angefangen, dass es so am Piepen war. Was ist denn los mit ihm? Er hat eine extreme Herzfrequenz. Als ich nach Paul sehen wollte, der inzwischen auf der Intensivstation überwacht wurde, stürzte die Mutter besorgt aus dem Zimmer. Und Ursache war der Monitor, der inzwischen die bedrohliche Herzfrequenz von über 180 Schlägen pro Minute anzeigte. Hier bestand akute Schockgefahr und ich hatte mich innerlich schon auf eine Reanimation eingestellt. Oh, das OKG ist aber okay. Spritz ihm das ganz langsam jetzt bitte, bis die Frequenz runtergeht. Ich habe vorhin... Ist das dein Herzen nichts, oder? Moment. Also ich hatte jetzt die Befürchtung, dass Ihr Sohn eine Art septische Geschichte in seinem Herz hat. Hat er nicht. Ein Milliliter? Okay. Septisch heißt eine Art Blutvergiftung. Und manchmal hängen da so Blutpfropfen mit Bakterien behaftet im Herzen. Okay, reicht. Hör auf. Reicht. Er ist wieder runter. Okay. Ich fürchte, es handelt sich hier um das bei Kindern doch seltene Kawasaki-Syndrom. Das ist ein schöner Name für eine wirklich böse Sache. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, seine Gefäßinnenwände werden von Antikörpern aus eigener Produktion angegriffen. Das ist also eine hochgradige Entzündung der Gefäßinnenwände. Und das führt dann auch zu diesen Rötungen, zu diesem seltsamen Hautbild, auch an den Handinnen- und Fußflächen. Und man weiß noch nicht mal, wodurch das ausgelöst wird. Aber er wird wieder gesund. Seien Sie da mal ganz guter Dinge. Das kriegen wir hin. Es geht ihm ja jetzt schon viel besser. Wie haben sich eigentlich seine Lymphknoten? Ja, es ist immer noch leicht geschwollen. Die Rötung ist immer noch da. Rechts mehr, ne? Kriegen wir hin. Machen Sie sich keine Sorgen, ja? Ja, eindeutig rechts mehr. Pass mal auf, er bekommt jetzt Aspisol IV. Ja. Novamin. Ich muss mir das gerade alles aufschreiben. Ja, schreib es bitte auf. Wenn man weiß, dass es sich um ein Kawasaki-Syndrom handelt, behandelt man mit Aspirin bzw. Acetylsalicylsäure in intravenöser Form. Das ist bei Kindern auch ziemlich gefährlich, aber man hat gar keine andere Wahl. Denn diese Erkrankung spricht auf den Wirkstoff Acetylsalicylsäure relativ gut an, was die Fiebersenkung angeht und die Entzündungshemmung.
Zusätzlich, um nicht die Gefahr auch von weiteren Infektionen zu begünstigen, gibt man Immunglobuline, ebenfalls intravenös. Man hat dabei sicherlich auch die Hoffnung, dass diese Immunglobuline die irregulären Antikörper mit bekämpfen können. Aber bewiesen ist in dieser Hinsicht gar nichts, da die Erkrankung selten ist und Forschung fehlt. Gib das mal gerade weiter, ne? Wir tun, was wir können. Ja? Mhm. Wir wissen jetzt immerhin, was es ist. Und mehr können wir für Paul jetzt nicht tun. Aber er ist ja ein ganz tapferer kleiner Kerl. Und er wird das gut überstehen. Ja. Ja? Ob es sich tatsächlich um die gefährliche Autoimmunerkrankung handelt, werden weitere Untersuchungen zeigen. 3 Tage später gibt es endlich Gewissheit für Dr. Georg Becker und besonders für die Familie des 5-Jährigen. So, ich habe einmal gute und einmal schlechte Nachrichten. Fangen wir mit den schlechten an. Ja. Das Kawasaki-Syndrom hat sich in der Form bestätigt. Die gute Nachricht ist, die Entzündungswerte gehen bereits zurück. Der Blutdruck und die Herzfrequenz haben sich drastisch verbessert, auch ohne dass wir jetzt noch einen Beta-Blocker spritzen mussten. Die Kollegen hier von der Intensivstation sind ganz zuversichtlich, dass Paul so ab morgen, spätestens übermorgen, wieder zu mir auf die Normalstation darf. Gott sei Dank. Ja. Wie lange musst du denn noch da bleiben? Also, das wird noch mal insgesamt so gut 10 Tage dauern. Wird er dann auch später irgendwie noch Medikamente nehmen müssen? Oder? Er muss auf jeden Fall engmaschig die Entzündungswerte beim Haus- oder Kinderarzt kontrolliert bekommen, ob das Ganze in irgendeiner Weise wieder aufflackert. Und da man überhaupt nicht weiß, woher diese Erkrankung rührt, ist es vielleicht auch noch mal gut, nach irgendwelchen weiteren Entzündungsherden im Körper zu suchen, zum Beispiel an den Zähnen, wenn diese akute Geschichte abgeklungen ist. Mhm. Wie hat sich denn bei Ihnen in der Familie die Situation jetzt entwickelt? Ja, da hat sich auch was getan. Also ich war ja hier bei Ihnen im Haus, bei dem Sozialdienst. Ja. Und die haben mich an einen Anwalt verwiesen, der mir dann auch klar gemacht hat, dass mein Ex-Mann Unterhalt zahlen muss. Dazu ist er verpflichtet. Ja. Und das wusste ich halt nicht. Bei 3 Kindern. Ja, und das heißt natürlich dann auch, sobald der Unterhalt zahlt, dass ich dann schaue, dass ich Lea entlaste durch einen Babysitter oder ja, das, dass sie dann auch halt mal. Ich meine, es ist wirklich toll, dass du es geschafft hast, Lea, aber du musst ja auch an die Schule denken, an die Ausbildung denken. Mhm. Ich weiß gar nicht, was bei dir jetzt alles noch anliegt, aber nur Babysitten für die Brüder reicht halt auch nicht ganz. Ne? Der kleine Paul konnte die Klinik nach 2 Wochen verlassen. Er wird weiter medikamentös behandelt und muss regelmäßig zu Nachuntersuchungen. Der Anwalt der Familie hat erreicht, dass der Vater der Kinder ab sofort Unterhalt zahlt. Zudem hat die Mutter eine Nanny eingestellt, um ihre älteste Tochter zu entlasten.